Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute eine Zahnärztin aus Bochum hier bei uns im Studio, die Frau Dr. Med.Dent Bettina Taschke. Sie ist auch Dozentin an der Internationalen Universität im Bereich Prävention und Gesundheit. Ich habe sie heute eingeladen, um mit ihr mal eine ganzheitliche Sichtweise auf die Zahnheilkunde anzuschauen oder auch eine sinnvolle Prävention zu betreiben. Was können wir alles zu Hause tun, um hier keine Zahnprobleme zu kriegen? Sie wissen, was ich meine. Es ist ein furchtbares Leid, wenn es mal wehtut. Bleiben Sie dran, wir legen gleich los. Ja, und da sind wir wieder. Und jetzt darf ich die Frau Dr. Med.Dent Bettina Taschke Ihnen zeigen. Da ist sie. Ganz herzlich willkommen, liebe Bettina. Schön, dass ich bei euch bin. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, du bist mir auch empfohlen worden, weil du eben viel, viel tiefer gehst, als jetzt nur das Zahnproblem zu reparieren, sondern auch viel, viel mehr das Milieu anschaust. Allerfalls auch schaust, ob noch eine Krankheit dahinter steckt. Den Patienten auch anweist, allerfalls sich in die Ernährung einzulesen oder was zu ändern und. Da kommen wir noch darauf zurück. Aber fangen wir an mit einer sinnvollen Prävention. Was können wir alle tun, außer putzen, damit wir gar nie zu dir kommen? Außer putzen, ja. Also primär ist es so, dass Menschen zu mir kommen, die ein Problem haben. Das heißt, ich sehe meistens die Leute, die wirklich nur Prävention betreiben wollen, seltener. Mhm. Und wir leiten alle an, egal ob sie ein Problem haben oder ob sie als Gesunde schon kommen, in diese Prävention einzusteigen, weil das ein lebenslanges Vorbeugen ist. Also vor der Sorge, ne? Was kann ich tun, ich als Mensch, um mich zu stärken, damit ich erst gar nicht erkranke? Das kann ich auf Zähne bezogen sehen oder auf allgemeine Gesundheit. Auf Zähne bezogen, das Außerputzen, also das wäre schon mal schön, wenn jeder für sich realisiert hätte, dass Putzen ein notwendiges Prozedere ist, quasi so als immer wieder auftreten Tätigkeit in seinem Leben mindestens früh oder spät zu etablieren. Das haben, glaube ich, viele schon nicht. Die Zeiten, wo man eine Familienzahnbürste hatte, die sind Gott sei Dank vorbei. Aber es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die der Meinung sind, das ist völlig unterrepräsentiert oder das macht man nur eine Zahnreinigung, bevor man mal heiratet oder irgendeinen wichtigen Event hat. Also eine gesunde Mundhygiene zu etablieren, ist das Erste, was wir den Menschen beibringen. Wenn wir dann merken, es hapert irgendwo an einer Stelle, dann gibt es zwei Möglichkeiten, warum das sein kann. Also entweder kann jemand so eine Routine in seinem Leben nicht etablieren, dann liegt es eher so an Glaubenssätzen, oder er tut es und sein Körper schafft es aber nicht, sich adäquat zu verhalten. Also er schafft schon die Mikroorganismen weg, aber wenige bleiben übrig, die dann immer noch für eine Entzündung sorgen. Das sind entweder besonders pathogene Keime, die er sich dann da irgendwie eingefangen hat. Meistens wird das familiär weitergegeben, oder sein Körper ist gar nicht in der Lage zu reagieren. Das heißt, er hat nur wenige Reize und er reagiert trotzdem mit einer Riesenentzündung zum Beispiel. Oder auch, was wir ganz viel haben in der letzten Zeit, man spricht ja immer vom Vitamin-D-Mangel, der sehr verbreitet ist in der Bevölkerung. Über 80% wissenschaftlich gesichert haben einen signifikanten Vitamin-D-Mangel. Und ist eine Pandemie. Ja, eigentlich. Kann man so sagen. Es gibt einige Pandemien außer der aktuell bekannten. Mhm. Worauf wollte ich hinaus? Die Kinder kriegen Vitamin D supplementiert, so rings um die Geburt, so bis sie, sage ich mal, vielleicht ein Jahr alt sind, und dann wird's abgesetzt. Und da unsere Eltern alle sehr gute Eltern sind, die schützen ihre Kinder vor UV-Belastung, schmieren die also auch noch mit Lichtschutzfaktor 50 ein, schicken sie nicht in der Mittagssonne raus und schon gar nicht so ganz häufig mehr wie früher zum Spielen nach draußen, haben die alle einen Vitamin D-Mangel, ohne dass die Eltern das merken. Die meinen es halt nur gut, ja, aber die kriegen keine Sonnenexposition, können kein Vitamin D selber bilden, kriegen es nicht supplementiert, also müssen es nicht einnehmen als Nahrungsergänzung, haben Vitamin D-Mangel, haben demineralisierte Zähne. Und den schlimmsten Fall, den ich letztens hatte, also das müsste man eigentlich mal irgendwie publizieren, das ist ein Mädchen gewesen, die kriegte den zweiten Backenzahn hinten, also sie war so 12, 13 Jahre alt. Und der Zahn war noch, bevor er durch das Zahnfleisch durchkam, schon so kariös, dass er entfernt werden musste. Und die hatte einen signifikanten Vitamin-D-Mangel. Gott sei Dank war die Familie sehr offen, ist zum Arzt gegangen. Sie haben sich alle testen lassen, sie supplementieren jetzt alle. Aber der Schaden, der schon entstanden ist, der ist ja nicht wieder gut zu machen. Und das wird leider häufig nicht gesehen. Also das ist ganz wichtig zu gucken, nicht nur auf die Zähne zu schauen. Das ist ja in der Heilkunde insgesamt irgendwie so ein Problem. Man schaut immer nur auf das erkrankte Organ und guckt gar nicht so ringsrum. Also nicht nur auf die Zähne
schauen, sondern gucken, welchen Lebensstil kann ich haben, was kann ich etablieren in meinem Leben, damit auch meine Zähne gesund bleiben. Mhm. Der Rest natürlich mhm. auch. Also in der Schweiz ist noch so ein neugeborenes Kind kriegt am Anfang noch D3-Tropfen. Ja. Und dann hört es aber irgendwann auf. Ja. Und früher habe ich noch gehört, es waren noch die Lebertrans da, die so nach ranzig geschmeckt haben. Also eigentlich war es ein T3, das wo gar nicht mehr gut war, oder? Nein, Omega-3 und D3, oder? Ja, aber das war ja auch gar nicht mehr gut. Aber das ist alles vom Tisch. Also ich glaube, viele, viele junge Eltern haben gar keine Ahnung, dass man eigentlich D3 eigentlich einen Level haben müsste, wo auch für die Zahnheilkunde eine große Bedeutung hätte. Sehr wohl, jawohl. Jetzt haben wir die Mundhygiene angesprochen, aber ich möchte da noch einhaken. Putzen ist ja das eine. Aber wenn ich Zahnpasta nehme, habe ich ja schon wieder die Qual der Wahl. Viele Zahnpasta haben Fluor drin. Da möchte ich mal wissen, was du davon hältst. Und B, wirken die antibakteriell, die Zahnpasten? Das heißt, ich habe ja hier eine Mundflora, Fauna, Bakterien, gesunde, gute Bakterien, die töte ich doch jedes Mal alle wieder, oder? Naja, viele haben Beimischungen, die im Prinzip gegen die ortsständigen Keime vorgehen. Natürlich immer mit der guten Intention, eigentlich die karieserregenden Bakterien da abzutöten. Aber ich will mal nicht so darauf eingehen, was man nicht machen sollte, sondern so was man machen sollte. Das Positive sich zu merken und im Prinzip so als Bild, ja, als Leitfaden vor sich herzutragen, also Mundhygiene zu betreiben, erstmal ist super wichtig. Natürlich die Beläge, die ich auf den Zähnen habe, zu entfernen, ist super wichtig, weil darin auch die krankheitserregenden Keime sind. Wir haben aber auch natürlich vorkommende Keime in der Mundschleim, also im Mund, in versteckten Stellen, im Zungengrund, in der Zunge. Das ist ja riesig gefurcht, wenn man das mal vergrößert. Und die sollte ich stärken. Und da gibt es eine interessante Studie von dem Professor Schlagenauf in Würzburg, der eine Kohortenstudie gemacht hat bei Menschen, die besonders schlecht putzen. Und zwar hat er Crews von Militärschiffen genommen. Also das scheint eine schlechte Mundhygiene zu sein und die sind alle vergleichbar, weil die haben dasselbe Essen, die haben dieselbe Arbeit, denselben Stress und so weiter. Und er hat eine Gruppe genommen, die hat er mit so einer klassischen antibakteriellen Mundspüllösung versorgt, sage ich mal Chemie, ja. Und die andere Seite, die hat er mit grünen Smoothies versorgt. Und er hat festgestellt, nachdem sie wieder an Land waren und er die alle untersucht hat, dass die, die sich mit den grünen Smoothies hatten versorgen lassen, trotz derselben schlechten Mundhygiene wesentlich bessere Werte hatten. Also was man kurzfristig untersuchen kann, ist sicherlich nicht ist, aber es ist die Entzündung des Zahnfleisches. Das heißt also, ich kann mit grünen Smoothies, sprich artgerechter Ernährung, ja, meine ortsständige Flora gut anreichern, damit sie die pathogenen Bakterien erst gar nicht hochkommen lassen, kann bestenfalls vertreibt aus der Mundhöhle. Also das wäre so das Wichtige, was man machen sollte. Mhm. Und das Thema Fluor, darfst du da überhaupt etwas sagen? Es wird kontrovers diskutiert und ich verfolge das schon eine ganze Weile. Also wenn man sagen kann, auch da das Positive an Fluorid, ja, es ist ja nicht Fluor, sondern Fluoride, die in der Zahnpasta sind. Es gibt an der Zahnsubstanz die zu oberste Schicht, ist Zahnschmelz, kennt jeder, das ist Kristall. Und Kristall kann demineralisiert werden durch Säureangriffe, durch Bakterien und es kann remineralisiert werden durch Mineralstoffe, die wir im Speichel haben. Und dazu braucht es ein bestimmtes Milieu. Und wenn wir dieses Milieu haben möchten, dann hilft Fluorid ein bisschen mit, indem das Kristall sich leichter bildet, wenn Fluorid da ist. Das heißt, es ist für viele, die sagen wir, schlechte Mundhygiene haben, die sich nicht gut ernähren, die nicht regelmäßig Zähne putzen und so weiter, das Quäntchen, was es bringt, damit sie nicht an Karies erkranken. Wäre aber, wenn es jemand von der Hygiene so betreiben würde und vom Lebensstil nicht notwendig, um nicht zu erkranken. Also man kann es gut weglassen, aber da muss man viel, viel stringenter dranbleiben. Da muss man viel stringenter Prophylaxe betreiben, sich regelmäßig begucken lassen und seine Pflege und seine Ernährung und seinen Lebensstil danach ausrichten. Dann ist es nicht nötig. Zeigen uns viele Naturvölker, die also gar nicht schon gar kein Triclosan in der Zahnpasta hatten, also die einfach nur mit Stäbchen da sauber gemacht haben, die haben sich aber artgerecht ernährt. Und wenn ich mich artgerecht ernähre, das muss ich jetzt ganz ehrlich, ich muss sagen, ich habe tatsächlich meine Zahnbürste vergessen. Ich musste mir heute Morgen im Hotel eine besorgen lassen, aber ich hatte trotzdem überhaupt gar keinen Zahnbelag auf den Zähnen, weil dieser Zahnbelag auf den Zähnen kommt nur, wenn ich Kohlenhydrate zu mir nehme. Und wenn ich auf die Kohlenhydrate verzichte, also wenn ich mich
ketogen ernähre oder wenn ich, naja, sagen wir schlichtweg erstmal Low-Carb, also Zucker und Mehl und Brot, Kartoffeln, Nudeln und so weiter alles weglasse und stattdessen die Gemüsemenge anhebe, habe ich gar keinen Zahnbelag. Das heißt, ich habe dieses Problem nicht. Ich brauche immer noch eine Zahnbürste, immer noch regelmäßig Zahnhygiene. Aber es kann gar nicht so viel passieren, weil diese dicke Placke auf den Zähnen nicht drauf ist, wie das bei den Menschen ist, die sich hauptsächlich kohlenhydratreich ernähren. Und das ist ja eigentlich die Masse der Menschen heute. Pizza, Pasta, Nudeln. Also wenn ich Menschen Ernährungsberatung gebe, dann schauen die mich immer an und sagen, ja, was soll ich jetzt essen? Dann sage ich Gemüse, Fleisch, gute Fette. Man braucht nicht Pizza, Pasta, Brot, Kartoffeln. Bei uns an der Uni hieß das im Übrigen immer Sättigungsbeilage. Ja, ich weiß. Also das ist Leute billig satt machen, muss man ja mal sagen. Und alles andere, wenn man einkaufen geht, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, denke mal auch, also was man im Einkaufskorb hat an gutem Gemüse, das kostet richtig viel Geld. Ja? Also man muss eben halt gucken, für viele ist das Einkommen, was sie haben, nehmen sie und sparen aufs Auto, zahlen das Haus ab, machen Karibikurlaube und das, was eigentlich mein Zuhause ist, mein Körper, nehmen wir jetzt mal die Zähne so ein bisschen raus, aber da muss ich eigentlich, um den gut zu ernähren und ihm Gutes zuzufügen und auch zu ergänzen, weil in unserer Nahrung ist definitiv auch nicht mehr das drin, was wir brauchen, muss ich auch richtig viel Geld ausgeben unter Umständen. Und das kann ich nicht, wenn ich die Gewichtung so mache, ich esse Nudeln, kaufe mir aber den SUV, ich kaufe mir hochwertiges Gemüse, vielleicht Fleisch auch aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft und habe dann eben halt unter Umständen nicht so viel Geld und muss von der Reise vielleicht mal innerhalb von Deutschland bleiben und kann nicht in die Karibik fliegen. Also man muss so ein bisschen gucken, wie gewichtet man das in seinem Leben, weil ich kenn ja durch meine Tätigkeit ganz viele Menschen, die auch ganz fürchterlich krank sind. Und wenn ich denen sagen würde, guck mal, du kannst das Rad zurückdrehen, ja, das kostet was, würden die alle machen. Die Gesundheit ist so viel wert und sie würden retrospektiv auf so viel gerne verzichten, hätten sie nur bei Zeiten. Ne? Mhm. Und das ist immer was, das rührt mich so im tiefsten an. Das ist auch, glaube ich, die Hauptmotivation hinter dieser ganzen Tätigkeit, dass ich aufstehe und sage, ich muss Leuten beibringen, wie sie gesund bleiben können. Das ist, wenn ich dem Einzelnen so in die Augen schaue und denke, boah, dem hättest du helfen können. Also sei laut, werd lauter, werd größer von deiner Reichweite, damit du möglichst viele Leute auf die eine oder andere Weise erreichst, damit sie eben in ihrem Leben vorsorgen können, möglichst gesund alt zu werden. Kann immer mal sein, dass einen Schicksalsschlag trifft. Kann sein, dass die von der genetischen Struktur her nicht so ausgestattet bin, von meinen Vorfahren nicht so viel Gutes mitbekommen habe. Aber ich kann über die Epigenetik, also die genetischen Schalter, die ich alle mit meinem Lebensstil bedienen kann, so viel ändern. Und ich muss wissen, dass ich das kann. Und statt dass dieses Wissen immer mehr verbreitet wird, habe ich das Gefühl, es wird immer mehr so aus den Mainstream-Medien verbannt und Nahrungsergänzung wird verteufelt und das ist einfach der falsche Weg, weil so viel Leid dadurch entsteht, wenn man es nicht weiß. Ja. Ich erinnere mich gerade an ein Foto, wo ich auf Facebook gesehen habe, wo ein kleines Kind die Mama fragt, du Mama, was ist eigentlich ein Immunsystem? Ja. Und die Mama sagt, das ist reine Verschwörung. Ja. Ja, ja, das stimmt schon. Wir kennen das seit 200 Jahren. Was war zuerst das Milieu oder der Erreger? Der Kampf war eigentlich klar definiert und ausgegangen. Das Milieu ist entscheidend. Das sagt ja auch die Epigenetik. Und heute sind wir immer noch auf Erregersuche und kämpfen immer noch dagegen an. Aber ich wundere mich, dass eine Zahnärztin sich mit Milieu beschäftigt. Zu dir kommen ja Leute mit Problemen. Und du musst das Problem lösen und dann schaust du aber noch viel tiefer, nämlich in die Hintergründe, warum das überhaupt entstanden ist. Mhm. Oder schwer kranke Menschen kommen zu dir mit Zahnproblemen und du gibst ihnen Hilfe. Das heißt, dein Terminplan muss ja ganz anders sein. Du musst ja mit denen Zeit verbringen, zu reden, oder? Ja, ganz viel. Das ist auch das Wichtigste. Also das ist, ich muss mich vor jeder Therapie mit den Menschen unterhalten und währenddessen und danach. Also nicht nur einmal zum Quartalsanfang, einmal und dann nur noch arbeiten, sondern ich rede dauernd. Also das ist eigentlich eine Gewichtung. Und es ist definitiv,
etwas, ohne dass ich das nicht tun würde. Also wenn ich bin selbstständig im Übrigen, ich war schwanger mit dem zweiten Kind, da habe ich dann die Praxis aufgemacht und alle haben gesagt, bist du wahnsinnig. Und ich ertrage es nicht mehr, irgendwo angestellt zu sein, wo entweder so ganz Hypertrophe rumlaufen, so welche, die ich kann und das bin ich ganz besonders, oder so welche, die sagen, na, immer nur Amalgam, keiner zahlt mir dafür und so weiter. Und ich habe gesagt, ich will eine andere Zahnheilkunde machen. Ich will Zahnheilkunde machen, wo ich den Menschen behandle und nicht nur die Zähne zahn. Also dieses strukturierte Rekonstruieren macht Freude, ja, diese handwerkliche Tätigkeit auch. Aber da hängt ja mal ein ganzer Mensch dran. Und diesen ganzen Menschen möchte ich kennenlernen und ihm so gut es geht helfen mit all dem, was ich weiß. Und dass ich so viel weiß, wie ich weiß, hat was damit zu tun, weil mich dieses Thema so brennend interessiert und ich so vom Hundertsten ins Tausendste komme. Immer wenn ich denke, es hat sich ein neuer Raum aufgemacht. Ah, interessant. Wie viele Jahre wird das dauern, bis ich das alles verstanden habe? Ja, und dann geht das relativ schnell und dann stehe ich schon wieder vor der nächsten Tür und dann geht die auf und man geht immer tiefer rein. Und das versuche ich, dieses Viele runterzubrechen auf Essenzen, die ich den Menschen dann mitgeben kann, dass sie selber für ihr Leben so einen Handlungsleitfaden haben und sagen, okay, darauf muss ich achten, darauf muss ich achten, darauf muss ich achten. Und wenn ich dem folge, dann bleibe ich möglichst gesund, aber auch zufrieden und selbst wenn ich nicht gesund bleibe, kann ich mich immer noch dabei wohlfühlen, weil das ist ja auch häufig so eine Annahme, wenn ich krank bin, dann ist vorbei. Habe ich eine schlimme Erkrankung, ist sofort, boah, Ende. Ich kenne eine ganz faszinierende Frau, die seit über 10 Jahren krebskrank ist, mit dauernden Therapien, immer wieder Chemotherapien und die so gesund ist von ihrer Lebensweise, ja, Sport macht, fröhlich ist, meditiert, kontaktet, ihre Krankheit auch managt, also mit den Ärzten auf Augenhöhe sich unterhält, selber Therapievorschläge macht und so weiter. Also es gibt viele gesunde Menschen, die vielleicht nur ab und zu einen Schnupfen haben, die leben nicht so, ne? Also Krankheit kann auch immer eine Möglichkeit sein, das Leben ganz anders zu ergreifen und das Leben irgendwie mehr als Chance wahrzunehmen und mehr Dankbarkeit in seinem Leben zu haben. Und auch das finde ich eine wichtige Botschaft weiterzugeben, zu sagen, okay, du bist jetzt krank. Also viele kommen zum Beispiel, um nochmal auf die Zahnheilkunde zurückzukommen, kommen zu mir und sagen, ach, ich mache viel mit Angstpatienten. Das ist, manche haben wirklich Angst, manche haben eine Spritzenphobie. Viele schämen sich aber auch, weil sie so lange nicht waren oder der Schaden so groß ist. Ne? Und ich sage dann immer, wir sind jetzt nicht hier, um zu beurteilen. Ne? Also wir gucken uns das jetzt an und es ist so, wie es ist. Und jetzt gucken wir, wo es hingeht. Und das zu nehmen, kann ich bei jeder Erkrankung machen. Ich kann sagen, okay, wir sind jetzt hier angekommen. Es war Gründe gegeben haben, Glaubenssätze, Lebensstil, whatever, genetische Ausstattung, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Aber jetzt nehmen wir diesen Zustand, gucken so, was können wir ändern? Auf welcher Ebene können wir arbeiten? Wir können, was die Ernährung anbetrifft, viel tun. Lebensstil insgesamt, was zum Beispiel bedeutet, wie sind meine sozialen Beziehungen? Wie sehr kenne ich mich überhaupt? Wer bin ich denn? Wo will ich denn hin im Leben? Was ist denn mein Selbst? Wer bin ich? Bewege ich mich genug? Habe ich genug Ausgleich im Sinne von genügendem Schlaf und Meditation? Also sagen wir so, diese natürlichen Rhythmen, wie halte ich die ein? Ja? Und was kann ich vielleicht therapeutisch da noch zusätzlich tun und dann komme ich von heute an dahin, wo ich hin will. Also ich muss auch so ein bisschen schauen, was ist so mein Ziel. Und das ist eine ganz tolle, befriedigende, fröhliche Arbeit, wo gerade, also um nochmal auf die Zahnheilkunde zu kommen, die Angstpatienten, die das überwunden haben, ja, die mit einem diesen Weg gegangen sind, das ist eine ganz treue, schöne, freundliche, fröhliche Beziehung, weil die freuen sich immer, wenn sie wiederkommen, dass es geklappt hat und man schaut nach und sagt, naja, vielleicht noch eine Kleinigkeit zu justieren, aber eigentlich ist im Wesentlichen alles gut, ja? Oder hier haben wir nochmal ein Projekt, aber dann kommen sie wieder nur zur Kontrolle. Das ist das Schönste dabei, ne? Dass man wirklich den Menschen so begegnen kann, gemeinsam diesen Weg geht, so als Sparringspartner und irgendwann ist man auch überflüssig und das ist noch schöner, ja, wenn die dann nur kommen und sagen, ach, wir haben uns aber schon lange nicht mehr gesehen. Geht's gut? Ja, es geht gut. Alles gut. Und dann gehen die wieder so weiter ihren Weg. Das macht Spaß. Ganz spannend. Ja. Ich möchte auf ein Thema kommen, nämlich auf das hochdosierte Vitamin oder Prohormon D3. Ja. Wo ich jetzt gehört habe, dass das bei dir auch auf dem Tisch ist, also dieses Thema bei Autoimmunerkrankungen. Kannst du mir da zum Beispiel noch ein bisschen mehr erzählen? Ja, also aus der Zahnheilkunde bin ich ja hingekommen, zum Menschen zu begleiten in ihrer allgemeinen Gesundheit. Und viele, die kommen mit der Autoimmunerkrankung, denen empfehle ich dieses Coimbra-Protokoll, diese Vitamin-D-Hochdosis-Therapie. Das gibt Coimbra-Protokoll.de, also die Coimbra-Protokoll Deutschland, gibt es auch eine Seite,
Seite im Internet, die man aufsuchen kann als Patient, wo man wunderbar angeleitet wird, an wen man sich wenden kann. Die bilden sogenannte Protokollärzte aus. Und diese Vitamin-Hochdosis-Therapie ist eben halt sehr effektiv bei Autoimmunerkrankungen, ob jetzt nur Vitiligo, Psoriasis, also Schuppenflechte, Weißfleckenerkrankung, MS, Multiple Sklerose. Alles, was in diese Richtung geht, kann sich dort melden, vorstellen. Und ich vermittle im Grunde genommen nur diesen Kontakt. Also ich kenne die Theorie dahinter, aber ich mache es natürlich selber nicht. Bin keine ausgebildete Protokollärztin, weil Zahnärztin. Da erfordert es ein bisschen mehr an Parametern, die man auch während dieser Hochdosistherapie regelmäßig überprüfen muss. Und da gibt es einen wundervollen Leitfaden, die Christina Kiening und die Britta Meyer-Peveling machen da die Patientengespräche und die werden die Patienten dann dankenswert aufnehmen und gut weiter begleiten. Hast du diese Patienten auch schon gesehen, vorher und nachher, also nachdem sie das Protokoll durchgeführt haben? Ja, also ich habe einige persönlich kennenlernen dürfen. Das ist eine, wie soll ich es jetzt sagen, wir hatten letztens in Darmstadt einen Kongress, im Grunde genommen ging es um ketogene Ernährung, exogene Ketone und die Vitamin-D-Hochdosistherapie. Und ich habe dort Menschen kennenlernen dürfen, die aus einem Zustand, sag ich jetzt mal halbseitengelähmt, auf einem Auge blind, nicht mehr in der Lage, richtig zu laufen, bettlägerig, also im Prinzip als Pflegefall, diese Vitamin-D-Hochdosistherapie gemacht haben und wie Phönix aus der Asche über eine gewisse Zeit, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Christina Kiening sehe, ich sehe nicht, dass sie irgendeine Form von Einschränkung hat, ja, am Leben teilzunehmen, sich zu äußern, völlig vitalen Eindruck, völlig wach, oder auch Britta, die wahnsinnige Sachen auf die Beine stellt. Die beiden haben exogene Ketone nach Deutschland geholt, verbreiten jetzt das Wissen auch darüber. Vielleicht haben wir gleich noch die Gelegenheit, das kurz zu erwähnen, was das Gutes für die Menschen tun kann. Und das ist schon wirklich sehr empfehlenswert. Viele Bilder habe ich gesehen von dokumentierten Fällen, was jetzt Hauterkrankungen und so weiter anbetrifft. Oder auch die Entwicklung von Neugeborenen, wenn die Mütter schon in der Schwangerschaft ausreichend Vitamin D nehmen, die Kinder substituiert werden, wie die sich ganz anders entwickeln. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Heldenhaft. Ja. Und es ist so einfach und so günstig theoretisch. Ja. Und trotzdem weiß es niemand, oder? Es wird unterdrückt, oder? In der Schweiz war gerade eine Studie im Zusammenhang Corona und Vitamin D3, aber das ist lächerlich gewesen. In dem Sinn, D3 hat überhaupt keinen Nutzen gebracht, ist reine Verschwörung von esoterischen Gruppierungen, hieß es dann. Und ich frage mich einfach, da gibt es ein paar tausend Studien, die das Gegenteil beweisen. Und es wird einfach so weg vom Tisch. Nun gut, D3 legen wir auf die Seite. Ich hatte mal kürzlich auch einen Zahnarzt da, den wirst du sicher auch kennen, den Hans Lechner. Und Hans Lechner hat da mit Rantes-Analysen gemacht, also die Nico hieß es früher, heute heißt es glaube ich Rantes. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass ein Zahnarzt eigentlich gar nicht nur Zahnarzt ist, sondern er könnte eigentlich aus einem Gespräch heraus, eine Dame kommt, ja Brustkrebs, Verdacht könnte sein, dass Rantes im Zusammenhang steht mit Brustkrebs, könnte er schon mal eine Kontrolle machen, ob sich irgendwo Rantes im Mundbereich bewegt oder befindet? Wie sind dir deine Erfahrungen dazu? Also es ist so, dass die Zahnheilkunde, so wie ich sie betreibe, ja meistens konkrete Zahnprobleme am Zahn löst. Das heißt, die Menschen kommen nicht, weil sie sagen, ich habe Brustkrebs, können Sie mir behilflich sein, sondern sie kommen zum Zahnarzt. Und das ist dann interdisziplinäres Zusammenarbeiten, also auch zu gucken. Aber eine Anamnesebogen, wo ja schon schaut, ich habe das oder ich habe das, würde ja beim Zahnarzt Alarmglocken auslösen und sagen, nach meinem Verständnis sehe ich eine Kausalität und die Studien, die wissenschaftlichen, sind ja auch da, Prostatakrebs oder Rheuma. Zu Rheuma zum Beispiel gibt es über 8000 schulmedizinische Studien, die einen Zusammenhang mit Rantes sehen und die höchsten Herde sind im Zahn. Ja, also jetzt... Jetzt wird's spannend. Ja. Wenn ich in der Praxis bin und jemand kommt zu mir, ob aus Zahnprophylaxe oder er möchte gerne sich behandeln lassen, ja, dann ist er völlig irritiert, wenn ich ihm in diesem Zusammenhang über seine allgemeine Gesundheit etwas sage. Es gibt einige, von denen ich vorhin berichtet habe, die hole ich da ab und die sagen, okay, den Weg gehe ich mit, das ist super interessant, können wir uns darüber nochmal unterhalten. Vom Zahnheilkundegesetz her bin ich ja auch verpflichtet, in meiner Zahnarztpraxis eine Zahnheilkunde zu machen. Das heißt, die Bereiche, wo es die allgemeine Gesundheit berührt, ist hauptsächlich die Parodontologie,
also das Zahnfleisch, die Zahnfleischproblematik, auch die Kariologie, was ich vorhin gesagt habe mit dem Kind, dass das Kind schon Karies hat, bevor der Zahn durchbricht. Auch da bin ich befugt, weiterzumachen. Aber wenn jetzt jemand kommt und ich sage, ah, sie haben ja Brustkrebs, Zähne sehen im Prinzip jetzt ganz nett aus, sie haben ja Brust, das darf ich nicht in der Zahnarztpraxis machen. Also das ist definitiv außerhalb. Das heißt, da müsste man dann sagen, außerhalb einen Termin zur Beratung. Und ich bin nicht Heilpraktikerin und ich bin nicht Allgemeinmedizinerin, sondern Zahnmedizinerin. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, meine außerzahnmedizinische Tätigkeit, also das, was ich als Prophylaxe-Queen ja sozusagen in die Welt bringe, ist ausschließlich informierend und beratend. Und ich ziehe dann die Fäden tatsächlich, die connecten mit anderen Kollegen, die sich dann damit auskennen. Aber das, was du jetzt erwähnst, wäre eigentlich sorgfaltspflichtmäßig ja für jeden tätigen, wie auch immer gearteten Arzt, der irgendwie Kenntnisse von irgendwelchen Zusammenhängen hat, sicherlich notwendig. Aber ich kann es, wie gesagt, in der Zahnheilkunde nicht anbringen, sondern das ist außerhalb. Wir vereinbaren außerhalb Termine, Beratungstermine, wo wir uns dann darüber unterhalten und dann unterschiedliche Untersuchungen gemacht werden, auch zum Beispiel Blutuntersuchungen, auch größere Röntgenaufnahmen, wo man so etwas halt herausfinden kann. Ist das also jetzt deutlich in der Zahnheilkunde? Ja, ja, ich habe schon verstanden. Ich bin einfach nicht, ich finde es schade, dass es so ist, denn meiner Erachtens kann der Zahnarzt viel, viel mehr sein, als er heute eigentlich darstellend, weil er eingeschränkt wird nur auf den Zahn. Aber rein von dem zu verstehen, hallo, ich habe hier oben einen Zahnherd und da drinnen hat sich dieses Gerantes gebildet und das sind Triggerpunkte zum Brustkrebs zum Beispiel, da muss ich doch schauen, wer schaut denn sonst, wo mein Rand das ist, wenn nicht der Zahnarzt? Ja, wir haben in der Zahnheilkunde natürlich die grandiose Möglichkeit, hier muss nur einer aufmachen, wir können reingucken und sehen einen Teil des Organismus, der im weitesten sonst von Haut und allem Möglichen bedeckt ist. Also wir sehen das quasi als Feld, was wir untersuchen können, was symptomatisch ist für alle anderen Bereiche des Körpers auch. Also wenn ich eine Parodontitis habe, Zahnfleischentzündung, sagen ja viele, ach, Zahnfleisch blutet, das blutet schon immer. Und bei meiner Mutter hat es auch geblutet. Aber wenn man sich das anschaut, dann ist es mindestens eine so große Fläche wie meine Handinnenfläche, die chronisch entzündet ist. Und diese Entzündungsmediatoren, die da freigesetzt werden, die sind ja nicht nur hier. Die sind ja im gesamten Körper und haben diese schädigenden Auswirkungen auch im gesamten Körper. Also ist meine Aufgabe, die Entzündung zu minimieren und auch herauszufinden, wo sich Entzündungsherde halt verstecken. Ne? Das ist so. Ja, das tun wir. Ja, eben. Und wenn nicht der Zahnarzt, wer dann, oder? Und auf der anderen Seite, wenn man schon weiß, dass es Kausalitäten gibt zwischen Rantes und körperlichen Gebrechen oder wirklich Autoimmunerkrankungen und müsste man doch eigentlich wirklich zusammenarbeiten, interdisziplinär. Das heißt, der eine Arzt mit dem Zahnarzt und der Zahnarzt mit dem Arzt sagt, ich habe einen Verdacht, kannst du das mal prüfen, ob da irgend oben was wäre? Aber das da findet man mal einen Kollegen, mit dem man zusammenarbeiten kann. Also ich habe viele Gespräche. Ich will mehrfach in der Woche mit den Kollegen, die meine Patienten auch allgemeinärztlich betreuen. Mhm. Und ich muss dann lange reden, bevor überhaupt mal jemand eine Vitamin-D-Testung durchnimmt. Also man kann quasi fast Patienten anleiten, sich jemanden zu suchen, der das tut. Dann finden die da keine Resonanz. Das heißt, man muss auf der anderen Seite einen Pool an Ärzten haben, welche, die ich kenne, ja. Und sage so, bitte geht dahin und lasst alle Testungen vornehmen oder anfangen, was ich tatsächlich vorhabe. Ich habe viel Kontakt mit einer Kollegin, die das schon längere Zeit macht, auch in der Praxis selber dann Blut abzunehmen und im Labor untersuchen zu lassen, weil es fast viel, viel aufwendiger ist, das nach außen abzugeben, weil wir niemanden finden, der in der näheren Umgebung, das sind ja alles Menschen, die Laufkundschaft sozusagen sind, die wohnen alle in der Umgebung, ja, die an die Kollegen weiter zu verweisen. Anders ist das bei Leuten, die auf mich zukommen, außerhalb der Zahnheilkunde, die sind eh offen, die haben ein Bewusstsein für dieses Thema und da ist es dann einfacher, da zu kooperieren, weil die meistens auch schon Mediziner haben, die das ganz gut betreuen können. Spannend zu sehen, dass du eigentlich hinter einem Zahn immer einen Menschen siehst, ein ganzes System. Und ich würde mir viel mehr wünschen, dass das noch viel mehr Menschen auch machen würden, also Ärzte, Mediziner und, dass man nicht die Leber auf Zimmer 47 behandelt, sondern Mensch auf Zimmer 47 oder eben auch das Milieu mit einbezogen wird, immer in einer ganzheitlichen Anamnese. Und ich danke ganz herzlich, dass du das machst. Und so als fröhliche Naturmenschen, Patienten begeisterst, auch ihren Gesundheitsverlauf mit zu unterstützen, mit zu ergänzen und Wissen vermittelst.
Und wenn nicht ihr als Fachkräfte, wer dann soll uns Konsumenten oder Patienten letztendlich darüber informieren? Das heißt immer, wir haben eine gewisse Selbstverantwortung, aber wir werden ja auch über die Medien sehr stark manipuliert, in eine Richtung gezogen. Dann heißt es wieder, das musst du essen oder das musst du schlucken und. Und eine Schauspielerin im Fernsehen sagt, diese Kosmetik ist die beste. Und dann nimmt man das wieder und wenn man das Kleingedruckte irgendwann einmal mit 50 Jahren liest, dann denkt man, ja scheiße, oh Gott. Gerade jetzt habe ich wieder gehört, das glaubt man fast nicht. Viele Nasentropfen und Augentropfen haben Quecksilber drin. Ich bin sprachlos, oder? Wusstest du das? Ach Gott. Also, herzlichen Dank für das nette Gespräch, liebe Dr. Med-Dent Bettina Taschke, jetzt habe ich es ausgesprochen nochmals. Und danke fürs Gespräch. Ihnen auch alles Gute, auch in Ihrer Zahnheilkunde. Bleiben Sie wachsam. Schauen Sie sich auch immer das ganze Milieu an, wie wir heute gehört haben. Auch hinter dem Zahn steckt ein ganzer Mensch. Und eine gute, gesunde Zahnheilkunde fängt schon beim Essen an und mit einem guten D3-Pegel. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.